Meine Verwandten sind zum Beispiel immer noch gegen mich. Und sie schikanieren mich immer noch. Die rufen immer, du bist eine Christin. So eine bist du. Du bist taub. Wie kannst du nur? In dieser Zeit wurde mir oft gesagt, lass den christlichen Glauben. Wozu brauchst du ihn? Er verursacht dir all diese Probleme. Und manchmal kamen mir auch diese Gedanken, dass es mir nur wegen Jesus schlecht geht. Dann dachte ich, vielleicht sollte ich es wirklich lassen. Christen sind in den Ländern Zentralasiens eine Minderheit. Sie werden oft zum Ziel von Razzien, Verhaftungen und anderen Repressalien. Und wenn sich hier jemand vom Islam ab und dem christlichen Glauben zuwendet, muss die Person damit rechnen, dass die Familie und das Umfeld sich dem entgegenstellen. Mein Vater folgte mir, um zu schauen, wohin ich ging. Als ich die Kirche erreichte und hineinging, sah er, dass es eine christliche Kirche war. Zu Hause wartete er dann auf meine Rückkehr. Und als ich zurückkam, sagte er, wenn du nochmal dorthin gehst, wird es dir schlecht ergehen. Er war so wütend. Ich verbiete es dir. Du darfst da nicht hingehen. Das war das letzte Mal. Ich werde dich nicht mehr rausgehen lassen. Mit der Zeit erfuhren auch meine anderen Verwandten davon. Alle wandten sich ab. Sie sagten, du bist taub. Du kommst aus Zentralasien. Du musst Muslima sein. Warum machst du das? Es war sehr schwer für mich. Ich konnte spüren, wie ich schwächer wurde. Ich fühlte mich wirklich schlecht. Wenn ich die anderen Christen nicht gehabt hätte, ich weiß nicht, was passiert wäre. Naira ist eine Partnerin vor Ort und arbeitet mit Gehörlosen. Durch unterschiedliche Seminare kommen gehörlose Muslime in Kontakt mit ihr und können so unauffällig von Jesus hören. Die Gehörlosen werden gesellschaftlich nicht akzeptiert. Wenn jemand taub, blind oder stumm ist und irgendeine Krankheit hat, wird man nicht akzeptiert. Sie denken, diese Leute sind verflucht. Und so wird man auch in der Familie behandelt. Wenn in einer Familie beispielsweise ein Gehörloser geboren wird, wird er nicht ernst genommen. Es wird nicht öffentlich gemacht oder darüber geredet. Es wird einfach versteckt. Und so wachsen diese Kinder auf. Ständig fühlen sie sich gedemütigt und unerwünscht. Aber wenn gehörlose Christen werden, werden sie nicht nur wegen ihrer Behinderung ausgegrenzt, sondern auch wegen ihres neuen Glaubens verfolgt. Und es ist sogar schon vorgekommen, wenn Ehemänner erfahren haben, dass ihre Frauen in die Kirche gehen, fingen sie an, sie zu schlagen, ernsthaft zu schlagen. Wir kennen viele solcher Ehefrauen und wenn man anfängt, mit ihnen zu reden, kommt es immer zu Tränen. Wir danken Jesus, dass er uns im Team hilft, ihnen zuzuhören und sie zu trösten, dass er uns Weisheit dafür gibt, denn die Gehörlosen lieben die Gemeinschaft sehr. Ich fühle mich nirgendwo wohl. Nur wenn wir uns mit den Gehörlosen treffen, uns unterhalten, die Bibel lesen, nur dann fühle ich mich ruhig. Mein Inneres ist von Frieden erfüllt. Seitdem Rana zum Glauben an Jesus gefunden hat, kann sie nicht anders. Sie will anderen einsamen Gehörlosen von diesem befreienden Glauben erzählen. Manchmal erzählte ich ihnen von Jesus und sie fragten, warum brauche ich Jesus? Wer ist er überhaupt? Wofür? Wir werden abgelehnt, wir sind zu nichts zu gebrauchen, wir sind taub und schmutzig. Und ich habe ihnen gesagt, dass das nicht stimmt, dass Jesus uns liebt, dass er uns annimmt. Und als sie hörten, dass sie gesehen werden, dass Jesus sie liebt, dass sie angenommen sind, nahmen viele von ihnen Jesus an. Es gab früher niemanden, der uns geliebt und angenommen hat, sagten sie. Ich möchte euch bitten, bitte betet für die Familien, für die Gehörlosen, für die Muslime hier, dass Jesu Worte sie erreicht und dass er jene bewahrt, die unter Lebensgefahr von ihm erzählen. Und bitte betet für unseren Dienst in Zentralasien, für die Christen hier und für die Gehörlosen. Denn viele werden gerettet, aber viele geben auch auf.
Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/magazin